Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzerkorps 2 in der Brighton-Mission, wo ich so langsam das Gefühl habe, wir könnten hier Probleme bekommen, beziehungsweise wir beißen uns, glaube ich, die Zähne hier oben an Turnbridge Wells aus und kommen dann gar nicht bis Brighton durch, beziehungsweise könnten ja eigentlich auch schon hier Hastings hätten wir längst einnehmen können und das fällt hier auch. Problem jetzt wird sein, dass die Artillerie das hier überlebt. Wenn er hier noch irgendwie eine Verstärkungstruppe ranzieht, dann wird es gleich lustig. Gucken wir mal in den Rundenwechsel, weil wir haben wie immer alles gemacht. Ah, knallt ein Bomber drauf. Okay. Er nimmt die Flak. Au. Er nimmt den Panzer oder was? Wen hat er denn jetzt angegriffen? Er hat die Arti angegriffen, macht keinen Damage. Wow. Okay. Kann ich mit leben. So, die Wespe. Die liebe Wespe können wir direkt rausnehmen. Wow, in der Verteidigung ist sie anscheinend richtig schlecht. Die ist nur im Angriff richtig gut. Tschüss. Okay, gut. Dann die Panzer hier im Süden. Da haben wir einmal einen Cruiser und eine Matilda MK2. Die Matilda MK2 ist tatsächlich so ein bisschen unser Problem. Wir frischen die erstmal auf. Jetzt haben wir hier natürlich wieder eine U. Und wir haben einen Jäger, den wir hier als Geleitschutz mitbringen. So, dann Arti drauf. U drauf. Und oh ja, wir sehen schon. Das Problem ist, dass die Matilda, ja, ein Problem ist. Kriegen wir sie eventuell? Ne, okay. Dann lassen wir das mit dem Angriff. Okay. Ich hatte gedacht, wir kriegen sie vielleicht irgendwie, dass sie sich zurückziehen muss auf ein anderes Feld. Gut, er scheint hier nichts weiter ranzuholen. Er konzentriert sich jetzt tatsächlich auf da oben. Das können wir natürlich jetzt hier auch für unseren Vorteil nutzen, indem wir jetzt hier... hier ist bestimmt noch irgendwas Flak-mäßiges. Das müssen wir gleich mal rausfinden. Die im Wald kriegen wir natürlich überhaupt nicht raus. Jetzt sind hier zwei Scouts. Eieieiei, wie kriegen wir die da raus? Das ist ein bisschen kacke. Hier ist jetzt eigentlich gar nicht so viel. Allerdings. Also wenn hier diese Einser rausgehen würden, dann wäre das natürlich schon irgendwie geil. Wieso haben wir jetzt hier eigentlich nur... Wir haben eine Artillerie hier oben, wir haben eine Artillerie... Okay, die müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal raus hier. Einfach erstmal weg. So. Dann ist jetzt die Frage, wie weit die schießen können. Die auch erstmal weg. Okay. Hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das passiert, aber... Gut. So, die U und die U, die sind jetzt relativ... Ah, ich sehe, was wir hätten machen können. Wir hätten die Doppel-U auf die... Na gut, okay, dann setzen wir sie hier hin. Ah
ein Panzer weniger, ist ein Panzer weniger. Ich überlege, was ich mit ihr mache, denn die ist tatsächlich hier unten jetzt relativ useless. Die Schiffe anzugreifen bringt uns hier auch nicht wirklich weiter. Deswegen verlegen wir sie mal dorthin. Und jetzt ist die Frage, ob wir mit dem Panzer erstmal... Hastings einnehmen, ne? Der Punkt ist ja, wir brauchen dieses Siegfeld. Und... Oder wir gehen erstmal hier hoch und kümmern uns um das Feld. Und wir gehen jetzt mal hier hin. Damit sind wir jetzt erstmal aus dem Einflussgebiet des ganzen, der ganzen Schiffe hoffentlich raus. So. Jetzt haben wir ja hier noch ein paar nette Jäger. Die können wir mal hierhin aufstellen. Und jetzt gucken wir mal. Wir haben jetzt hier noch ein... Ich überlege gerade, ob der, den Jäger, den ich da gerade platziert habe, das scheiße ist. Ob wir den hier auf die Infanterie setzen. Dann können wir nämlich mit dem Strategen hierhin. Der Arti schon mal einen mit. Jetzt haben wir hier noch eine Ju. Oh, ist es das hier? Eine Matilda MK2. Ja, dann greifen wir erstmal die Matilda MK2 an. Das ist auf jeden Fall der gefährlichere Panzer. So, er kann die Infanterie noch angreifen. So, jetzt haben wir hier noch den Doppeljäger. Ich überlege gerade, welche Infanterie wir als erstes angreifen. Was hat die für eine Reichweite? Okay, die kommt da zum Glück nicht bis hin. Was machen wir mit dem Doppeljäger? Wir könnten hier sein... Okay, das war jetzt anders geplant, als ich gedacht hätte. Ich habe gedacht, der kriegt den raus. So, okay, gut. Dann jetzt bitte... So, ihn hinterher. So, der Panzer hier, was machen wir mit dem, den würde ich ja gerne einsetzen, aber wir lassen ihn dort erstmal stehen. Die Frage ist, wie wir, ja, wir führen die mal dahin, falls jemand auf die Idee kommen sollte, ihn hier anzugreifen. Und dann gehen wir in den Rundenwechsel. Wow, er fährt in den Hafen rein und kann uns dementsprechend... Wow, wow, okay, wow. Er zieht die Sima Matilda erstmal zurück, okay. Der Dreier wäre natürlich auch geil gewesen, wenn der rausgeht. So, nimm erstmal den Punkt ein. Hier frischen wir auf. So, jetzt tut er uns den Gefallen und setzt hier die nächste Infanterie hin. Das ist natürlich bombastisch. Wobei, wartet mal kurz. Wir nutzen mal den Scout. Kriegt es im Doppel-Scout-Support. Ist ja quasi eine Einladung.
So, und hier die Kollegen, die kriegen wir tatsächlich nicht so einfach raus. Dafür müssen wir dann mal unsere Artillerie bemühen. So, unsere W ist immer noch hier unten. Wir räumen da auf. Nö, den frischen wir mal auf, den Panzer. Okay. Jetzt können wir aber eigentlich schon... Nee, können wir noch nicht so richtig. Weil hier die Brückenfelder uns tatsächlich vor ein kleines Problem stellen. Und wir haben hier im Moment keine... Das ist ein Dorf, ja. Wir haben hier keine Infanterie. Wir könnten das jetzt aber so spielen, indem wir das hier hinstellen. Den... Er hat jetzt keine Flugzeuge aktuell. Und die Frage ist, wir stellen den Mörser mal dahin. Und wir könnten eigentlich den Panzer mal hier hochführen, weil mit dem Panzer wollen wir eh wieder Richtung Süden gehen. Das heißt, da teilen wir uns ein bisschen auf. So, unsere Flugzeuge. Jetzt müssen wir den Doppeljäger erstmal auffrischen. Jetzt haben wir hier noch einen Strategen. Die Frage ist, auf wen wir da gehen. Ist das hier eine Wespe wieder? Ja. Und ich würde sagen, wir gehen wieder auf die Artillerie. Dann macht die nicht so viel Damage. Wir stellen dazwischen einen unserer Jäger. Die kann, ja, der kann die Pack angreifen. Das ist eigentlich ganz gut. So, und dann haben wir hier noch eine U. Die kann jetzt auf die... Ah, wir hätten den Jäger vielleicht anders positionieren sollen. Wartet mal. Ja, wir hätten... Okay, machen wir den Jäger darauf und die U bitte auf ihn. Cruiser, und jetzt haben wir hier noch eine U. Was machen wir mit ihr? Lassen wir sie angreifen? Ja, komm, wir lassen sie angreifen. So, und ihn frischen wir auf. Okay, alles klar, das passt. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir hier mal, dann, wenn die Einheiten hier wieder frei sind, dann mit dem Ganzen Richtung Westen stoßen, dass wir vielleicht Richtung Brighton schon kommen, weil wir müssen uns da langsam mal drauf vorbereiten, weil wir so viele Runden haben wir jetzt nicht mehr. Ach hier, die hier oben habe ich ja ganz vergessen. Wow, dass wir hier natürlich tendenziell ein bisschen aufräumen und dass wir dann Richtung Tunbridge Wells. Okay, wie gesagt, hier reinzufahren bringt jetzt... Warte mal, was ist denn, wenn wir hier... Der kommt nicht mehr zurück, ne? Nee, das bringt nichts. Okay, gut, dann Rundenwechsel. Ah, er bewegt jetzt dort seinen Flakpanzer hin. Ja, gegen den Panzer hast du keinen Spaß, mein Freund. Problem ist jetzt sein Flakpanzer dort. So. Jetzt
Jetzt ist die Frage, gehen wir erstmal gegen die Pack. So, dann die Wespe. Minus 5, minus 10. Ja, komm, warum eigentlich nicht? Da noch rausnehmen. Wir müssen halt echt gucken, dass wir jetzt hier langsam Einheiten rausknallen, sonst kriegen wir hier halt Probleme. Vielleicht aber erstmal die Panzer. So, die W. Können wir jetzt ganz schlecht nur einsetzen. Das ist natürlich ein großes Problem. Wir könnten sie jetzt hier auf die Wespe setzen. Oder wir nehmen jetzt in Kauf, dass wir sie jetzt diese Runde verlegen. Und die Wespe halt nicht rausnehmen. Oder halt mit einer anderen Einheit rausnehmen, zum Beispiel mit ihr. So, dann haben wir ja noch hier eine Jure. Moment mal. Gefällt mir immer noch nicht. Die sind immer noch sehr krass eingegraben. Was hat denn der für eine Reichweite? Ah, Mist. Der könnte jetzt ekelhaft werden. Ja, das bringt uns eigentlich gar nichts. Dieser Flakpanzer verhindert da jetzt auf jeden Fall, dass wir richtig gut vorstoßen können. Und hier auf die... Die sind echt massiv eingegraben. So, was hat denn der für eine Reichweite? Oh Gott. Dann füllen wir ihn auf und dann gehen wir Full HP Richtung Hastings. Ihr merkt schon, ich bin gerade ein bisschen unsicher, wie ich jetzt hier weitermachen soll, weil wie gesagt, hier diese Brückenfelder stellen uns hier vor ein ziemliches Problem. Wir könnten... Also das ist jetzt ein reiner Versuch. So, um ihn hier halt unter Druck zu setzen. So.
Und die Flugzeuge können wir halt aktuell nicht so richtig einsetzen, wegen seinem blöden Flakpanzer dort. Und das ist natürlich ein Problem. Wir könnten versuchen... Aber wir haben keine U mehr frei, das sind alles nur Jäger. Wir könnten mit dem Doppeljäger jetzt auf ihn gehen. Da ist aber auch nochmal eine Flak. Und das bringt uns also auch nicht so richtig. Schade, na gut, okay. Damit müssen wir jetzt leben. Wir gucken mal, dass wir Richtung Brighton kommen. Und dann machen wir mal den Rundenwechsel. Hab ich noch irgendwas vergessen? Nope. Okay, er setzt ihn vor. Das ist schon mal ganz gut. Auch wenn er damit jetzt ein Flugzeug von uns angreift. Wow, der macht echt krass Unterdrückung. Okay, das hat wehgetan für ihn. Da kommt unser Kollege wieder voll aufgeladen. Okay, das war gar nicht so schlecht. So, wir laden ihn erstmal auf. Das Schiff ist wieder rausgefahren. Für den Flugplatz scheint er sich nicht zu interessieren. Okay, unser Ziel ist es jetzt natürlich, hier den rauszukriegen. Und ich weiß, dass diese Flussfelder extrem scheiße sind. Damit müssen wir jetzt aber leben. Der kann da reinpushen. So. Jetzt kann der Jäger den eventuell... Nein, der schafft es nicht. Kacke. So, wir haben jetzt hier aber unsere... Irgendeine U kann da doch bestimmt drauf. Kann vielleicht nicht unbedingt die Doppel-U. So, genau er. So, dann die Doppel-U. Wo setzen wir die drauf? Auf die Artillerie erstmal. Nee. Dafür ist die zu schade. Wir setzen sie auf die Matilda hier. Denn für die Artillerie können wir ihn verwenden. Und jetzt haben wir noch den Doppeljäger. Der kann hier hin und kann die Pack angreifen. Halt. Okay, macht das am Ergebnis keinen großen Unterschied. So, wo machen wir hier weiter? Bei der Artillerie? Oder bei der Infanterie? Erstmal bei der Infanterie. Haben wir dort... Hat er dort eine Flak, die er... Nee, da können wir also auch nochmal mit irgendwas... Ach, wir haben hier noch eine Artillerie, die müssen wir mal mit hier hochziehen. So. Eins haben sie noch, okay. Da nicht hin. Okay. Können wir... Scheiße! Mist, ich würde gerne hier die Position tauschen mit dem. Aber das geht ja nur mit Angrenzen. Einer, damit der nochmal kämpfen kann. Kann der da hin? Ach, der schafft es eh nicht bis dorthin. Aber er, dann kann er dahin und er kann dann dahin und kann dann die hier rausnehmen. Okay. So, okay, gut.
Jetzt kann er sogar nochmal kämpfen, aber er kann sich nicht mehr bewegen. Aber wir können ihn damit auffrischen, das ist okay. So, dann geht es hier weiter. Was ist das hier? Unwegsames Gelände? Hat das irgendwie einen Nachteil für uns? Ach, halt. Kann die U drauf. Und der Jäger geht hier hin. So. Beim unwegsamen Gelände steht jetzt nichts da über einen Malus. Aber dann könnte es sein, dass hier die Bewegungsreichweite eingeschränkt ist. Okay. Hier haben wir soweit alles gemacht, was wir machen können. Wir sind bei 11 von 21. Es wird knapp. Es wird wirklich knapp. Also rumbummeln dürfen wir jetzt hier auf jeden Fall nicht mehr. Und das Problem ist halt hier. Na, Valentine 3. Na, der wird uns höchstwahrscheinlich das Genick brechen. So, Cruiser MK4. Wenn wir den raus haben, schwenken wir direkt Richtung Süden. Und dann gehen wir mal in den Rundenwechsel. Wobei, ich überlege gerade. Na gut, egal. Wir hätten den noch dahin ziehen können eventuell. Also er überlegt wieder lange. Ah ja. Aua. Da zieht er sich zurück. Da kommen noch mehr. Oh, oh, jetzt wird's ekelhaft. Au. Okay, also erstmal die zur Pack. Dann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ihn müssen wir jetzt erstmal auffrischen. Tschüss. Weil es war, glaube ich, gar nicht so schlau. Wartet mal, wir nehmen mal eine einfache U. Genau, pass mal auf. Dann können wir nämlich jetzt... Jetzt nehmen wir die Doppel-U. Wo ist sie? Die müssen wir übrigens mal irgendwann auffrischen, wenn wir mal die Gelegenheit dazu bekommen. Genau, hier auf ihn. Ah ja. Okay, die Idee wäre jetzt gewesen, wenn die W den Panzer hier oben nicht rauskriegt, dass ein Panzer vorpusht, den rausnimmt und sich dann durch den Overrun wieder zurückziehen kann. Aber so können wir das natürlich auch spielen. So, jetzt haben wir den Kollegen hier, der rückt jetzt... Ist es jetzt schlauer, ihn auf das Hafenfeld zu setzen oder ist es jetzt schlauer, ihn dahin zu setzen? Wir setzen ihn mal dahin. Und dann kann er da Hastings einnehmen. So, aber er ist natürlich immer noch ein Problem für uns. Das heißt, das kann er mal erledigen. Macht mich hier auch eine Flak, okay. So, dann müssen wir jetzt hier einen Jäger hinsetzen. Wir müssen hier einen Jäger hinsetzen. Und jetzt haben wir noch den Doppeljäger und den Strategen für hier oben. So, der Stratege... Jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wen wir jetzt angreifen wollen. Er muss sich mal auffrischen. Wir spielen hier erstmal auf Halten.
So, dann haben wir hier ein... Dann haben wir hier erst wieder mal ein bisschen Ruhe. So, wir könnten natürlich jetzt hier den Strategen auf ihn draufsetzen, nur pff, was bringt uns das? Wir sollten lieber gucken, dass wir hier oben weiter durchbrechen können. Das heißt, wir greifen erstmal mit dem Strategen die Pack an, damit die Panzer entspannter angreifen können. So, und den Jäger, der Doppeljäger kann dann hier... Also ich weiß, ich schütze jetzt den Strategen nicht, aber wir decken... Wir greifen mal hier die Artillerie an. Die kann dann nämlich... rausgehen. So, und jetzt können wir mit der Artillerie... Können wir jetzt überlegen. Wir greifen nochmal die Pack an. Um, weil ihr seht schon, durch die Pack im Backup kriegen die Panzer hier ziemlich auf die Mütze. Die Frage ist... Ja, mal gucken, ob das... Oh, wow. Okay, cool. Dann, hat sich das ja fast schon erledigt. Oh, hätte ich gedacht, das ist ein besserer Deal. Die Pioniere rücken mal nach. Wir haben ja hier drüben noch Flugzeuge. Ah, da kommen wir nur an die hier ran. Minus 4, minus 5. Die sind halt immer noch extrem eingegraben. Das gefällt mir nicht. Also es ist auch irgendwie gefühlt gerade nicht optimal da gespielt gewesen, habe ich den Eindruck. Okay, dann haben wir... Also wir könnten halt jetzt mit den Panzern hier vorpushen. Dadurch lassen wir aber natürlich die Pack und die Artillerie ziemlich ungedeckt. Und wir wissen halt nicht... Also wir können einfach mal gucken, was hier noch steht. Eine Matilda... Steht nicht allzu viel. Okay, machen wir mal jetzt den Risiko-Move. Pushen wir da einfach aggressiv vor. Wir müssen jetzt jede Runde so optimal nutzen, wie es halt geht. Und dann stehen die beiden jetzt halt hier hinten. Warte mal, ihn können wir mal noch da hinsetzen. Die Artillerie steht halt jetzt ziemlich ungedeckt hier rum. Da müssen wir mal gucken, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Im schlimmsten Fall kommt von hier oben jemand reingefahren und nimmt sie dann raus. Okay, das machen wir aber beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das Irondahl, Ködö und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.